Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen im neuen Video und heute sind wir mal unterwegs. Es weihnachtet, Weihnachten naht, ich laufe hier den Berg hoch und ihr seht hier im Hintergrund, wie schön es in Königstein ist. Wir haben hier das alte Stadttor, also wir haben hier so schöne Gebäude, es ist richtig malerisch und ich bin unterwegs zu einer ganz lieben Freundin, weil ich brauche auch noch ein paar Weihnachtsgeschenke. Viele von euch sagen ja immer, ach Margit, du hast immer so schöne Sachen an. Wo hast du die denn her? Und heute nehme ich euch mal mit in meine Lieblingsboutique zu der lieben Dani. Da gehe ich immer total gern hin. Und da zeige ich euch mal so ein paar schöne Teile, die man auch bei der Dani noch bestellen könnte und sich schicken lassen könnte. Weil noch sind ja ein paar Tage Zeit. Also lasst euch überraschen und weiter geht's im schönen Königstein. Und ich kann euch schon mal hier, das ist der Showroom von der lieben Dani. Da hat sie ja auch so tolle Sachen drin. Aber wir gehen jetzt erstmal hoch. Langsam komme ich dem Ziel näher. Wir sind hier am Rathaus, haben hier auch überall dieses schöne Fachwerk. Hier ist das Rathaus, das Amtsgericht. Und hier der Kurpark, dieses schönen alten Häuschen. Und hier ist das Ziel unserer Wünsche. Das ist mein Lieblingsladen. Ad hoc. Das ist, wisst ihr, man sagt immer zum Einzelhandel, ihr wollt schöne kleine Geschäfte in eurer Stadt, dann müsst ihr auch hingehen. Genau so mache ich es immer. Ich liebe dieses schöne kleine Geschäft und da gehen wir jetzt gleich mal rein. So ihr Lieben, also wir tauchen jetzt mal ein in die Welt der schönen, kuscheligen Kleidungsstücke und ich liebe kuschelig. Also ich kaufe ja tatsächlich immer mit den Händen ein und ich habe dann, ja, ich bin dann so am Überlegen, ich brauche eigentlich tatsächlich wirklich noch für ein paar Mädels was und ich finde auch solche Farben, wow, die sind echt mega. Das muss ich gleich mal anprobieren, diesen wunderschönen Pulli und der ist von der Marke Mosh Mosh. Und ich finde, das ist so, ja, das ist so lässig geschnitten. Das kann man eigentlich auch super lässig. So, ich habe mich ja extra, habe hier extra schöne neutrale Kleidung angezogen. Kann man es richtig lässig tragen. Und ich dachte, damit ich noch ein bisschen Pep habe. Und das lässt sich alles per WhatsApp bei der lieben Dani bestellen. Kann man so eine schöne Kette dazu tragen. Und schon ist der Heiligabend gerettet mit ganz schöner Kleidung. Und also die Dani schickt euch das auch alles. Und ja, das ist jetzt so eine Variante, die fand ich total süß. Ich habe sogar tatsächlich noch eine Mütze entdeckt, die auch noch dazu passen wird, weil wir sind ja im Winter. Ist die farblich passend? Ja, oder? Ja. Ja, danke schön. Es muss nicht immer alles genau passen. Ja. Das sieht einfach... Die ist süß. Ja, die ist echt knuffig. Steht dir richtig gut. Ja, also wir haben hier echt Spaß hier drin. Das wäre mal so eine Variante, die ich eigentlich, ja, war wirklich ein toll, ganz tolles Geschenk und ich kann euch sagen, es ist total streichelweich. So, ja, und ich bin ja noch immer so auf der Suche nach ein paar schönen Sachen. Wie ihr mich kennt, habe ich ja auch immer Sinn für Farben. Ich mag es lebendig. Ich bin eigentlich nicht so der Weißtyp. Und das sind jetzt, es ist auch sehr süß. Es ist eine Tasche aus Neopren. Die wiegt eigentlich gar nichts. Die ist federleicht. Und die ist hier auch in Pink. Bin ich auch in Pink. Wow. Also wenn man sich so neutral kleidet und einfach so eine pinkfarbene Tasche, auch sehr cool. Ja, könnte man auch noch natürlich mit Pink dazu kombinieren. Und da ich ja Farben liebe,
gehe ich jetzt mal weiter. Und ich muss sagen, also mir ist ja schon beim Reinkommen diese Strickjacke aufgefallen und die ist ja echt der Knaller. Also ich, klar, ich habe dunkle Haare, ich liebe knallige Farben. Ich kann eigentlich auch, glaube ich, fast alles dazu tragen. Ja, auch die ist wieder kuschelweich. Und auch die kann man wieder mit den Händen kaufen. Ah, herrlich. Mhm. Ja, und das ist total süß und so schön lässig geschnitten. Und wem das noch nicht kuschelig genug ist, der kann ja noch weiter kuscheln mit so einem schönen Fließschal. Das sind also auch alles Sachen, die kann man ja total unverfänglich kaufen und schenken, weil die passen eigentlich immer. Und auch die Strickjacke ist jetzt nicht so wahnsinns auf Taille. Und ich glaube, wenn man dann, wenn der nächste Schnee kommt, dann kann das Winterwanderland. Guckt mal, das ist übrigens auch witzig. Ich gebe ja immer gern Ideen weiter. Man kann auch seine Mützen im Schrank schön so dekorieren, indem man einfach ein Töpfchen drunter macht. Die kleinen Geheimnisse der Dani enttarnt. So, und wenn jetzt dann der nächste Schnee kommt und es wird wieder frisch und kalt, dann ist man jetzt mit diesen tollen Farben, ist man auch bestens ausgestattet. Was meint ihr dazu? Ich frage immer, die erste Kombi, die zweite Kombi oder es gibt noch eine dritte. Ich habe ja noch genug auf Lager. Ach, und bevor ich es vergesse, die Strickjacke, diese schöne kuschelige Strickjacke, die gibt es nicht nur in diesem tollen Orange, Oranje würden die Holländer sagen. Nein, die gibt es auch in so einem schönen Grün, in so einem knackigen. Und ich glaube, im Winter kann man echt solche Farben super gebrauchen. Es ist eh alles so grau und trist draußen, aber die Sonne, die haben wir im Herzen, oder? Und also das ist auch eine super Kombi. Und ich zeige euch gleich nochmal eine letzte tolle Kombi. Und ja, ich muss mich auch irgendwann entscheiden, aber da brauche ich noch ein bisschen Zeit dazu. Und ich habe hier noch so was Schönes gesehen. Ach, das ist auch, ja, es ist alles total kuschelig. Das ist so eine richtig schöne Strickjacke. Und das sind ja solche Basic-Teile, die man eigentlich immer tragen kann. Und entweder man kombiniert es tatsächlich mit Grau. Ja, das ist natürlich dann super zu allem passend. Und diese Schals hier, die versendet die liebe Dani für 19,95. Ja, genau. Also plus Porto. Und ihr könnt das alles per WhatsApp mit ihr ausmachen. Und ich glaube, da kann man ja auch immer, da kann man immer kuscheln. Ja, der lieben Margit steht aber auch wirklich viele Farben. Ja, das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Und ich bin dann hier hinten eigentlich schon fast festgeklebt, weil ich bin ja, Flower Style ist ja rosa, ne? Wie ihr wisst, mein Laden. Und rosa, da bin ich ja sofort drauf angesprungen und habe auch gedacht, wow, so in rosa und einmal hier rein kuscheln. Also diese Dreiecksschals, die gibt es dann in so vielen Farben. In hier rosa, Flieder, Grau, auch in so einem schönen Grün. Ja, ist auch toll. Und ja, Türkis, Hellgrün. Also die sind in ganz vielen Farben da. Auch mit schönen Ketten dazu, wer das natürlich kombinieren will. Ja, ich glaube, wer noch auf Suche ist nach Weihnachtsgeschenken, auch noch so schöne Neoprentasche, auch aus diesem super leichten Material. Die passt echt zu allem. Ja, und wer also hier noch auf der Suche ist nach Weihnachtsgeschenken, oder hier ein schöner Rock, der ist auch mit einem Gummizug, der ist One Size, oder? Dann? Ja, der ist Einheitsgröße. Okay. Ja, so ein schöner Rock. Also, er sagt, Weihnachten, also hier, das passt auch zusammen. Weihnachten soll festlich werden mit Pailletten. Ja, also es gibt viele, viele, viele Varianten. Die man sich hier so aussuchen kann. Und ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal entscheiden müssen zwischen den vielen schönen Sachen. Und da werde ich mir jetzt ein paar Weihnachtsgeschenkchen aussuchen. Und im Laden zeige ich euch mal, wie man die schön in einem schönen, ja, ich nehme immer schöne Schuhkartons, und wie man die dann mit was Tollem, Floralen verpacken kann. Dann kommen wir von der schönen Kleidung zu den schönen Blumen und vereinen heute beides im Video. Und ja, ein ganz herzliches Dankeschön, liebe Dani. Sehr, sehr gerne, liebe Margit. Hat Spaß gemacht. Und ja, ihr könnt die Dani gern anfunken. Tschüss. Tschüss.
So, hallo ihr Lieben. Zurück im Laden von dem schönen Besuch bei Dani. Königstein hat ja knapp 16.000 Einwohner und ist also wirklich ein kleiner Ort. Und ich bin total stolz, dass ich mehr Abonnenten habe als Königstein Einwohner. Das ist total schön. Und wir sind auch viele kleine Geschäfte. Und es ist einfach, ja, es ist toll, wenn man sich gut versteht. Und es ist richtig schön, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und deswegen finde ich das immer schön. Wir empfehlen uns auch gern gegenseitig und wir mögen uns einfach. Und ja, deswegen macht es auch Spaß. Aber bevor wir zu der floralen Deko der Geschenkverpackung kommen, zeige ich euch noch mal kurz einen kleinen Anhang zum Thema unseres letzten Videos. Also ich hatte ja diese Filzschleife, ja, und habe dann auch gesehen, naja, wenn es dann regnet, dann schlappen die Ohren so ein bisschen und hängen. Und da habe ich gedacht, es geht eigentlich auch besser, weil bestimmt hat fast jeder von euch irgendwo noch so eine Rolle Hasendraht. Und das habe ich auch genommen, habe den natürlich dann mit der Drahtschere schön geschnitten und habe einfach hier ein Stückchen Hasendraht genommen und habe diesen Hasendraht in die Schlaufe von dem Filz reingemacht. Und dann bekommt es natürlich gleich eine ganz andere Stabilität. Und dann ist Schluss mit Schlappen und dann stehen diese Ohren ganz perfekt. Und so habe ich mir das auch gedacht. Also das kann man auch von vornherein machen, ist das natürlich besser, wie wenn man es danach reinbastelt. Aber so ist es natürlich eine super Sache. Und dann gab es noch eine Anregung von einer ganz lieben Zuschauerin. Komm mal, dann gab es noch eine Anregung, man könnte ja auch die Enden hier in so einem Zacken ausschneiden, wie bei einem Geschenkband. Fände ich auch eine tolle Idee. Oder man schneidet sie schräg. Also ich glaube, ich wäre eher für die schräge Variante. Aber ich habe gedacht, ich erzähle es euch einfach. Und ihr könnt euch die Variante aussuchen, wie ihr wollt. Filz ist übrigens, hat eine auch gemeint, ja, wenn es regnet, ist der Filz kaputt. Nein, Filz ist wasserfest, Filz ist farbecht, der ist so beständig, also es hat draußen die Schleife, die war jetzt schon, wie viel, 2 Wochen im Regen und man sieht also, es macht der überhaupt nichts aus und mit Filz könnt ihr eigentlich machen, was ihr wollt, der geht nicht kaputt, das ist ja das Schöne und deswegen bin ich mittlerweile ein totaler Filz-Fan und ja, ich musste euch, also das war jetzt die kurze Nachlieferung und die kurze Info zum Thema der Filzschleife, weil ab und zu kommen ja in den Kommentaren solche Beiträge und dann denke ich so, okay, vielen Dank für die Kommentare. Ich bringe die gerne im nächsten Video mit ein und bringe auch gern die Antworten, dass alle die Antworten mitbekommen und nicht nur diejenigen, denen ich antworte. Das finde ich natürlich auch schön, wenn das dann wirklich jeder so mitkriegt. Und ja, das ist also hier unsere Filzschleife. Aber willkommen zum Thema Geschenk. Ich bin hier im örtlichen Schuhladen. Bin ich ja begeisterter Schachtelabnehmer und habe mir jetzt einfach auch eine richtig schöne Schuhschachtel. Und da könnt ihr immer mal fragen, ob ihr euch schöne Schachteln sammeln. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und da habe ich mir eine tolle Schuhschachtel zurücklegen lassen, da wir das Thema Rosa haben. Rosa auch, Rosa meine Mütze. Rosa ist heute auch das Geschenk, das ich verschenken möchte. Und leg hier das rosa Papier in die Schachtel rein, hol auch noch mein Geschenk und bevor ich mich davon trenne, kuschel, kuschel, das ist so schön, ja, bevor ich mich davon trenne, das ist also dieser Dreiecksschal, den ich eigentlich, den ich so gern selber wollte, dann auch noch mal kurz, okay, na gut, ich höre jetzt auf mit Quatsch machen und den lege ich jetzt schön zusammen. Und den wollte ich natürlich gern verschenken. Und das Tolle ist auch an diesem Dreieckstuch, hier sieht man auch die Dreiecksform, ja, man sieht auch die Farben gut, das ist klasse. Und auch dieser hellrosa Rand und diese mehr, ein bisschen lila, die Mitte. Ist schön, dass man das Muster so toll erkennt. Ja, den lege ich jetzt also mal hübsch zusammen und lege den hier rein in mein Schächtelchen. Das passt perfekt. Ich finde auch immer so ein schönes Papier, wenn das im Geschenk ist. Es ist natürlich, ja, gut, edle Geschäfte packen ja auch so ein. Und jetzt kam ja noch so eine Idee. Zum einen
finde ich. Ich gucke gerade, mein Blick geht zurück zu meinen schönen Schleifen. Die hängen nämlich da hinten alle an der Wand. Die erfasst die Kamera nicht ganz, aber wichtiger ist, dass ihr seht, was ich auf dem Tisch habe. Und jetzt gehe ich mal her und nehme mir noch für meinen schönen Band. Ich finde, das passt auch sehr schön zu diesen Farbtönen. Das ist so ein Sternchenband. Ja, und da, ich glaube, da habt ihr bestimmt viele, viele Ideen. Ich bin aber allerdings, ich kann auch der Idee, zum Beispiel eine richtig schöne, einfache Jute-Schnur zu nehmen, dem kann ich auch sehr viel abgewinnen, weil manchmal ist weniger mehr und ich liebe auch die Einfachheit zum Geschenke einpacken. Und dann war ich noch in der Natur unterwegs und dachte, was gibt es denn noch Schönes Florales und mit was könnte ich das Geschenk schön einpacken? Und naja, auf den ersten Blick denkt man, was hat die Margit jetzt schon wieder vor? Aber das ist natürlich ein, ja, das ist so eine, ich meine, es ist eine Pinie und die hat ganz tolle Nadeln. Und diese Nadeln, ja, die nehme ich jetzt einfach so Bündel und rupfe die mal bei der Pinie aus und nehme da so, dass ich eben genügend Nadeln habe. Und mein Plan ist, ich möchte aus dieser Pinie eine florale Geschenkdeko machen. Jetzt ist natürlich die Überlegung als Draht, ich hole mal einen zweiten zur Auswahl, weil ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, ob ich das in Pink, oder in diesem zarten Farbton. Aber ich glaube, da ich gern was hätte, was so richtig schön gesehen wird, nehme ich Pink. Das ist, ja, das ist, glaube ich, die bessere Wahl. Dann nehme ich von meinen Nadeln, ich nehme einfach ein Bündelchen und wickel mit dem Draht. Naja, das ist jetzt ein Basteldraht, aber ja, ich denke immer viel nach während dem Arbeiten und suche auch Lösungen während dem Arbeiten. Und es gibt auch einen pinkfarbenen Wickeldraht. Und mit dem Wickeldraht, finde ich, ist es noch schöner. Und dann bekomme ich ganz schnell eine schöne Farbwirkung. Mache eine möglichst ein bisschen breitere Wickelstelle. Ja, die kann ruhig einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter sein. Wichtig ist auch immer eine Drahtschere. Nicht die Baumschere, die ist nämlich dann beleidigt sonst. Und auch die Drahtreste natürlich nicht, bitte nicht in den normalen Müll machen, nicht in den Biomüll, sondern in den normalen Müll, ist klar. So, und jetzt zeige ich euch das mal. Ich habe hier so eine breite Stelle gemacht, damit der Draht so eine schöne Farbwirkung hat. Nehme im Grunde genommen die Enden. Moment, ich lege mal den Draht aus der Hand. So, halbiere mein erstes Bündelchen und wickle einfach einen weiteren Teil an dieses Bündel dran. Ja, genau gleich. Gleiches Prinzip. Schöne breite Drahtstelle, die auch eine tolle Farbwirkung dann bekommt. Und ja, ich liebe schöne Drähte in tollen Farben. Ich liebe eh tolle Farben, wie ihr ja gerade festgestellt habt in der Boutique. Dieses Orange und auch der Pulli, den ich anhatte. Ah, wow, also das sind wirklich ganz tolle Kleidungsstücke. Und ich bin gespannt, wie euch das gefällt und oder ob das für euch auch als Weihnachtsgeschenk noch so in Frage kommt. Weil das wären jetzt natürlich noch tolle Sachen, die super, ja, super kuschelig. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie euch das so. Schreibt mal in eure Kommentare, ob ihr das gut findet, auch dass man mal so ein paar Alternativen zeigt. Ja, man schenkt ja nicht nur Florales, also ich schenke sehr gern Florales, aber ich ergänze das auch gerne ein bisschen mit anderen Sachen. Man muss immer ein bisschen mischen. So, jetzt habe ich Teil 1 meines Sterns fabriziert. Und zwar, ich habe jetzt ein Dreieck gemacht. Ja? Und ich zeige es mal nochmal hier so ein bisschen näher. Ja, ein Dreieck und habe an jeder Seite eben mit dem Draht gewickelt. Das Ganze mache ich jetzt nochmal. Ja, ich brauche zwei Dreiecke, weil mein Ziel ist schon, ich möchte schon gern einen Stern und nicht nur ein Dreieck. Ein Dreieck ist mir zu wenig. So, und das Ganze mache ich jetzt einfach nochmal. Da bekommt ihr ein bisschen Musik, während ich das mache.
Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Bis wie viel Uhr jetzt auf? Bis 18 Uhr. 18 Uhr? Ja. Okay. Dann ich möchte mir bestellen. Ja. Rosa. Rosen? Ja, rote Rosen? Ja. Also, ich habe jetzt hier zwei Sternchen, habe die auch schön gedrahtet und nehme einfach ein Sternchen und schieb das so, in, ja, so mittig durch die Nadeln durch und damit, ich binde das gar nicht fest und damit habe ich einfach einen, Moment, so, muss man ein bisschen den Weg suchen, so, und habe jetzt auf ganz einfache Art und Weise einen Stern gemacht. Mit diesen schönen Drahträndern und eigentlich brauche ich gar nicht viel Deko und habe also hier mit meinem Bündel an Nadeln, die mit dieser schönen Pinie, mit diesen tollen Piniennadeln, ja, die auch so lang sind, ich muss die immer noch mal in der Kamera zeigen, und mit Hilfe des dieses schönen pinkfarbenen Wickeldrahts habe ich also diesen hübschen Stern, der ist ganz schön groß, gell? Hab diesen hübschen Stern gemacht und ich kann jetzt also auch noch einen Hauch Konifere auf das Päckchen legen. Nein, würde ich nicht tun. Ich würde den Stern einfach so, ja, das Päckchen damit so dekorieren und ich finde es eigentlich ganz süß. Ich würde es festkleben, aber das mache ich jetzt, ja, ich würde es normalerweise, wenn ich es außer Haus gebe, festkleben. Aber es ist nur so als Idee und dann habt ihr einen ganz tollen Weihnachtsstern und eine wunderschöne Geschenkdeko. Wo ihr die Geschenke bekommt, das schreibe ich euch auch nochmal rein. Den Kontakt zu der lieben Dani. Schickt ihr ein WhatsApp, sie kann euch alle Preise nennen, sie kann euch auch Fotos per WhatsApp, ist natürlich super auszutauschen, sie kann euch nennen, welche Farben sie noch hat. Und ich traue jetzt erstmal, dass ich diesen schönen rosa Schal verschenke. Mal gucken, vielleicht gehe ich noch hin und kaufe mir doch noch meinen eigenen. Ja, aber das ist jetzt Geschenkidee Teil 1. Geschenke, auch mal was ganz anderes, wie ich die Geschenke dekoriere. Und ich bin ganz gespannt, wie euch mein Video gefallen hat. Und so ein paar Geschenkideen für Weihnachten, die folgen noch in den nächsten Videos. Also bleibt einfach dran, die bringe ich jetzt noch so die Tage, bevor ich dann in eine kleine Nachweihnachtspause gehe. Also ihr Lieben, macht's gut, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ganz liebe Grüße und bis bald von eurer Margit. Tschüss! Und schon geht's weiter. Tschüss!